Wir können jetzt hier hoch. In Original Dark Souls 2 war das hier übrigens auch verdammt übel. Hier waren nämlich überall solche Alone-Kapitäne mit Bögen. Das heißt, das hier war ein richtiger Todesschützenkorridor. Oh, genau, das habe ich noch gewusst, dass beide kommen. So, weg mit den beiden. Er droppt ein Menschenbild, das ist nett. Und jetzt können wir wieder auf unseren Heidespeer wechseln. So, das da ist definitiv eine Mimik. Die hat nämlich ein Schloss. Genau. Und spuckt uns ins Gesicht. Ein fossiler Drachenknochen und ein Nodachi. Für uns. Und ich weiß gerade gar nicht, bist du auf der Seite auch eine Mimik? Du siehst nicht wie eine Mimik aus. Vorsicht vor dahinter, kurz gesagt Feind. Feuersturm. Ich merke nichts von dem Feind hier jetzt gerade. Also vorsichtig wieder runter und da drüben durch. Der Raum ist jetzt nämlich auch sauber. Im Original Dark Souls 2, nochmal, weil ich es vorhin erwähnt habe, standen hier oben 4 Alone-Schützen. Hier stand so eine Mammutwache wie am Eingang, also wo wir die 2 im Eingang hatten, mit 2 Syanswachen. Das ganze Ding hier war ein richtiger Todesraum. Ach, und hier stand auch, glaube ich, noch eine Mammutwache. Also der Raum war voll damals im Original Dark Souls 2. Die haben den Raum ziemlich genervt. Oh, hier draußen stand damals auch übrigens so eine Mammutwache. Komm, einmal Heilstein bitte. Hier hinten war nichts. Die Tür ist fake. Ja, genau solche Todesschützen hier meine ich. Und ja, das ist auch geändert worden. Den hier gibt es nämlich auch erst seit Dark Souls, also seit Scholar of the First Sin. Früher standen hier 3 von den Alone-Schützen. Also von denen, die ich gerade getötet habe. So. Und der war nicht da. Den haben sie neu eingebaut. Okay, ich flieh mal kurz. Ah ja, Spuckfeuer, genau. Wenn du Feuer spuckst, kann ich dich nämlich super töten. Garantiert, die könnte ich auch besser besiegen mit dem anderen Speer und dem schweren Seitwärtsangriff. Vorsicht vor Illusion, das war versucht Falle. Vorsicht vor Monster, versucht Einzelkampf. Rache, ja. Wenn man nämlich genau hinguckt, das ist die Treppe, an der wir vorhin standen. Yay.
Gut. Wir können hier aufmachen. Oh. Genau, jagt euch selber in die Luft. Das wäre schön. Warum auch immer hier auf einmal diese Weiber sind. Ja, Feuer reagieren sie etwas empfindlicher. So. Reparaturpulver und Flammschmetterling ist okay. Verwecktes Dämmerungskraut ist auch okay. Magiestein. Hier können wir den Hebel schon mal ziehen. Oh, hier ist noch so ein Geist. Ja, die kamen wirklich sehr viel später eigentlich. Also im übernächsten Gebiet erst. Die Geister im Original Dark Souls 2. Ah ja, die Estus-Flakor-Scherbe. Oh, hast du mich jetzt gerade erschreckt. Gut. Das haben wir aufgemacht. Die Ballisten, die sind sinnlos. Das heißt, wir hatten jetzt hier unseren kleinen Rundgang. Mit dem Hauptzweck übrigens, den Fahrstuhl runterzulassen. Also eigentlich hätten wir uns ebenso gut wieder zurückporten können, nachdem wir den Fahrstuhl aktiviert hatten. So. Aber dann hätten wir ja einiges verpasst. Zum Beispiel die Estus-Flakor-Scherbe, die wir gut gebrauchen können, dass wir unseren Estus-Flakor endlich maxen können. Also 12 Nutzungen ist das Maximum. Und plus 5 ist übrigens auch das Maximum. Also wir werden jetzt keinen Knochenstaub mehr finden. Allerdings werden wir noch Flakor-Scherben finden. Da die nicht so ganz, teilweise nicht ganz so offensichtlich sind wie die, wie der Knochenstaub. So. Wir sind jetzt im obersten Turm vom Schloss. Und sehen ein sehr makaberes Bild. Eingebetteten Schlüssel nicht im Inventar. Ja, wenn wir uns den Kumpel genau ansehen. So. Hat der eine Maske mit einem Schlüsselloch. Und in dem Käfig, den er versiegelt, ist eine Frau eingesperrt. Schlüssel wird benötigt, deshalb Vision vom Boss. Genau. Schlüssel voraus. Ja. Hier drin, wenn nicht gelogen wird, ist der Königskorridorschlüssel, den wir unten wieder brauchen, an der verschlossenen Tür, wo wir vorhin waren. Sehengefäß und ein Feuersamen, das sollten wir auch übrigens mal machen, jetzt die Flammenhand upgraden. Und ein starker Zauberschild. So, da geht es jetzt bergab. So, währenddessen können wir mal kurz uns den Königskorridorschlüssel ansehen. Königskorridorschlüssel. Schlüssel zum Königskorridor vom Schloss hier. Schlüssel zum Königskorridor in Drangleic Schloss. König Vedrick versuchte alles, um den Fluch abzuschütteln, der sein Königreich bedrohte. Doch als der letzte Versuch gescheitert war, floh der König durch den Königskorridor. Ja. Alles andere ist jetzt nicht so wichtig. Das sind hauptsächlich Flammen und so Sachen. Also Pyromantien und so. Nein, wo will ich lang? Ah doch, ich will hier hoch. Hier ist ja das Leuchtfeuer. So, dann können wir wieder aussortieren kurz. Das Sehengefäß zum Beispiel.
Hammer des alten Ritters kann weg, das ist nur Dachi. Ein Katana von unbekannter Herkunft, hergestellt mit Hilfe einer sonderbaren, aber ausgeklügelten Technik. Seine extrem lange Klinge ermöglicht das Zustechen aus großer Entfernung. Aber seine Konstruktion macht es äußerst zerbrechlich. Die Glocke kann weg. Hier haben wir alles. Haben wir auch alles. Alone Rittergamaschen haben wir bereits. Ringmäßig müsste alles okay sein. Zaubermäßig können die alle weg. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, 4 Feuersamen. Das heißt, wir könnten unsere Flamme schon mal auf +7 bringen. Zaubereinstimmungen brauchen wir gerade nicht. Nein. Das heißt, für uns geht es jetzt in den Königskorridor. Wie er bereits der Schlüssel angekündigt hat. Geschafft, ja. Zuversicht voraus. Oh, was ich vergessen habe. Nein, 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 nein. Menschlichkeit, bitte. So. Hier könnten wir übrigens schon einen Typ mit einem ziemlich makabren Namen beschwören. Nein, danke. Ich will lieber jetzt den Königskorridor betreten. Dort finden wir Köderschädel. Wer hätte das gedacht, dass wir an einem Schädel Köderschädel finden? Eine etwas komische Statue, von der ich selber nicht weiß, wen oder was sie darstellen soll. Also er hat keine Arme, er glotzt auf sein Schwert. So, und ab hier wird's interessant. Hier sind wieder kopflose Statuen, aber es gibt auch Statuen, die Kopf haben. Genau, nämlich 4 an der Zahl müssten es sein. Ja. Und die sind ziemlich schnell und haben Pferdeköpfe. Zum Glück habe ich einen von ihnen bereits ausgeschalten. So. Bei denen wäre der andere Speer sicherlich auch wieder besser. Gut, 2 sind weg. Der dritte hat sich wohl irgendwo verkantet. Da ist der dritte. Ja. Stirb einfach bitte. Oh, und ich habe vergessen, den Machulla die... den Flakor aufzubessern. Versteinertes etwas. Sehr gut. Skelett, ich habe versagt. Versucht Verbündeter. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, denn wir brauchen Bernhard aus Hugo. Auf jeden Fall. Ich will aber erst kurz das Zeug aufsammeln, was hier noch rumliegt. Die Seele eines Ritters und glitzerndes Titanit. Nicht aufgeben, Skelett. Ein Lebensstein, der unglaublich wichtig ist. Und ja, das war's. Dadurch, dass wir der Statue übrigens den Kopf abgeschlagen haben, bevor sie aufgestanden ist, ist sie nicht despawned wie die anderen. Also wir können Bernhard hier rufen, wir können aber auch wieder mal Ascheritter Beuth rufen, den wir allerdings nicht brauchen. Wir brauchen Bernhard aus Hugo. So.